Wow, ist das erstaunlich! Warum lacht die eigentlich immer? Warum von tun allgemein immer Verrückte so viel lachen? Das ist alles Materie! Das Äußere ist reicher Markenergie. Das Innere ist eine Schatzkiste voller Materie. Dies ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt es nicht. Eine Legende, ein Armenmärchen. Das ist absolut lächerlich. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll? Dieser Starrsinn macht dich zu einem zweiklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt aus dem Inneren der Mauer. Irgendwas ist da drin. Es bewegt sich. Irgendwas ist gut. Wiepen. Wann gibt es das also wirklich? Ich habe nicht daran geglaubt. Was bedeutet das? Wiepen. Meinst du, die vom Planeten geschaffen wurden? Er erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in einen Zustand des Nichts. So stand es in dem Bericht von Professor Gast. Ich habe diesen Bericht nie gesehen. Wo ist er? Hier. Du behältst eine Menge für dich. Alles klar mit Cloud und den anderen? Was soll das? Eine wenig Schwarzmaterie zerstört den Planeten. Was zum? Was zum Teufel ist das? Hä? Jungs! Wo sind sie? Ganz ruhig. Wo sind wir? Wohin hast du uns verschlagen? Barrett, du bist hier. Ich bin so froh. Tiefer! Irgendwas stimmt hier nicht. Plötzlich ist zappelduster und alle sind weg. Alle warten. Cloud ist in Schwierigkeiten. Bitte komm, hilf uns. Da drüben. Ja. Das ist nicht die echte Tiefe. Ich weiß nicht, was los ist, aber machen wir weiter. Tiefe würde niemals von Cloud weggehen. Hehehehe. Und vergiss nicht. Die schwarze Materie. Das muss man ihm lassen. Herr Präsident, irgendwie gefällt mir dieser Ort nicht. Vielleicht sollten wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Wir müssen sowieso die Untersuchung vorbereiten. Hey, woher kommst du? Weiß nicht. Hier wird es ganz schön schlimm hergehen. Überlass mir die Dinge und verschwindet von hier, solange du noch kannst. Dir die Dinge überlassen? Ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Wiedervereinigung stattfindet, wo alles anfängt und endet. Cloud! Hey, wir sind hier, um dir zu helfen. Cloud wird wieder kontrolliert.
Danke, Barrett. Wo ist die schwarze Materie? Cloud! Sie ist sicher. Ich hab sie. Ich will sie übernehmen. Gib mir die schwarze Materie. Du kannst meine Stimme nicht hören. Alles in Ordnung. Also gut, hier. War ganz schön stressig, das Ding zu halten. Nein, nicht! Bitte! Hör auf, Cloud! Danke. Überlass den Rest mir. Na los, die schwarze Materie. Warte bitte, nur noch ein wenig. Ich kann das obere nicht mehr ganz lesen. Ich hoffe, es war richtig. Ich möchte euch für alles danken. Es tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Was machst du, Tifa? Tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dem Ruf, Cloud zu sein, nie gerecht geworden. Tifa, vielleicht wirst du eines Tages den wahren Cloud kennenlernen. Das ist perfekt! Das bedeutet, dass mein Experiment ein voller Erfolg war. Welche Nummer hattest du? Hä? Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich habe keine Nummer. Ich habe keine bekommen, weil du dachtest, das Experiment mit mir sei missglückt. Was zum Teufel? Du meinst, nur Nieten schaffen es bis hierher? Professor, bitte, gib mir eine Nummer. Bitte, Professor. Halt den Mund, du elender Fehlschlag. Wer war das? Er ist ein Sephiroth-Klon, den ich erschuf, als vor 5 Jahren der richtige Sephiroth starb. Chinovas Zellen und Marco, meine Fähigkeiten und Kenntnisse und die Wissenschaft und Natur haben diese Sephiroth-Klon zum Leben erweckt. Der Gedanke, dass er ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht, aber die Theorie der Weltwiedervereinigung von Chinova ist bewiesen. Dennoch, obwohl Chinovas Körper zerstückelt ist, wird er eines Tages wieder eins werden und dies bedeutet Wiedervereinigung. Ich habe darauf gewartet, dass die Wiedervereinigung beginnt. Es vergingen 5 Jahre, doch jetzt kehren die Klone zurück. Ich glaubte, die Klone würden sich in Midgard versammeln, wo sich Chinova befand. Doch meine Berechnungen waren nicht ganz präzise. Denn Chinova selbst hat das Shinra-Gebäude verlassen. Aber als Genie, das ich bin, habe ich das schnell gemerkt. Es war alles Sephiroths Tun. Sephiroth war nicht damit zufrieden, seinen Willen den Lebensstrom zu leiten. Er wollte auch die Klone selbst manipulieren. Ja, so fing es an. Ich fragte mich, wohin die Klone ging, aber ich konnte es nie herausfinden. Ich fand es auch nie heraus. Was ich allerdings wusste, ist, dass Sephiroth ihr endgültiges Ziel war. Ich habe Sephiroth nicht verfolgt. Ich wurde von Sephiroth gerufen. Die gesamte Wut und der Hass, die ich für ihn fühlte, machten es mir unmöglich, ihn zu vergessen. Das und was er mir gegeben hat. Sephiroth? Sephiroth? Ganz ruhig. Sephiroth, ich bin hier. Und ich bringe dir die schwarze Materie. Zeig dich. Wo bist du? Näher als du denkst, Claude. Sephiroth, jetzt treffen wir uns endlich wieder.
Hast du's gesehen? Es ist Zephyrod. Er ist also doch hier. Das ist perfekt. Chinovas Wiedervereinigung und Zephyrods Wille. Sie werden nicht in die Lehnstrom geleitet, sondern hier gesammelt werden. Was macht dich so glücklich, Professor? Du weißt, was das bedeutet, oder? Cloud hat die schwarze Materie. Zephyrod wird den Meteor rufen. Alle werden sterben. Egal, was ich gesagt habe. Es ist zu spät. Wir müssen evakuieren. Ich will, dass ihr mitkommt. Ich habe viele Fragen an euch. Hey, Cloud! Hey, mach mal halblang! Cloud! Es dreht er völlig durch. Die Weepins kommen. Cloud. Cloud. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Also jetzt ist er halt total am Arsch, so gesehen. Er weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war schon immer so. Das ist jetzt die Vergangenheit. Kurz bevor Cloud zu der Gruppe Alvans stößt. Bitte so beitritt. Armes Kind. Oh. Bist du in Ordnung? Oh. Oh. Diva? Diva? Diva!
Cloud! Stimmt. Ich bin Cloud. Bist du es wirklich, Cloud? Ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Ja, es ist schon eine Weile her. Was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, es ist nichts. Alles in Ordnung. Wie lange ist das her? Fünf Jahre. Was ist? Es ist wirklich lange her. In Wahrheit sind es 7 Jahre. Du hast bekommen, was du wolltest und bist Soldier geworden. Bist nach dem Zwischenfall mit Zephyrd ausgetreten und jetzt lebst du als Söldner. Du hast mir viel davon erzählt, was geschehen ist, nachdem du Nibelheim verlassen hast. Aber etwas stimmt nicht. Ich merke, dass mit dem, was du mir erzählt hast, etwas nicht stimmt. All die Dinge, die du nicht wusstest und hättest wissen müssen. Und andere Dinge, die du nicht hättest wissen sollen, aber wusstest. Ich wollte sicher gehen. Aber dann hörte ich, dass du weit weggehen wolltest. Und das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich bräuchte mehr Zeit. Deshalb habe ich dir von dem Job bei Alvans erzählt. Ich wollte bei dir sein und sehen, was du tust. Bim Bam. Wie? Der Blick. Dir wird's bald besser gehen. Du hast lange geschlafen. Ich habe Hunger. Willst du nachfragen? Über ihn? Ich habe Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit Cloud passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorgen machen müsst. Sie wissen auch nicht, ob es ihnen gut geht. Ist er noch am Leben? Wie lange habe ich geschlafen? Also, tja, müsste über eine Woche gewesen sein. Was ist mit Zephyrd? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst du dich an das riesige Licht in der Nordhöhle? Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Ein jeder weiß, Zephyrd schläft im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Wir können leider nichts tun. Wir müssen warten, bis er aufwacht. Zu allen Überfluss treibt sich auch noch das Ungeheuer Wiepen hier rum. Wiepen? Erinnerst du dich an das riesige Ungeheuer, das mit Zephyrd auf dem Grund des Krater war? Jetzt ist es hier oben. Es heißt, es sei ein sagenumwobenes Biest aus der Vergangenheit. Wiepen beschützt Zephyrd? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier oben und die Höhle ist und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft Rufus es. Ich sag nicht gern, aber der Bursche hat Mut. Wir hätten das Viech erledigen sollen, aber wir haben echt keine Zeit. Zeit. Hey, der Meteor!
Dum, dum, dum. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Cloud würde auftauchen und euch alle retten. Auch Professor Ocho wollte Cloud sehen. Was wirst du mit Cloud machen? Sephiroths anderes Ich. Der Meteor wurde herbeordert, ganz ruhig. Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als Verantwortliche dieses Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm. Sie fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über diesen Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also, genießt eure letzten Augenblicke. Ups. Also, genießt eure letzten Augenblicke. Das war ja gar nicht Barrett. Ich verseuche die Hände. Oh Gott. Es wird ja immer besser hier. Wo ist Nanaki eigentlich? Oh, er spielt Barrett und dann Tifa und dann... Kann ich mich nicht umgucken? Wirklich nicht. Ach, Menno. Das ist doch doof. Speichern! Uiu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 i. Habe ich schon Uiui gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es nochmal. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, ich passiere hier kurz, dann sehen wir uns gleich im nächsten Teil.